Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Mass Effect Andromeda. So, ich weiß, ich habe das letzte Mal gespeichert und habe dann die Zeit genutzt, eine Aufnahmepause zu machen. Und ja, jetzt geht's weiter. Ich habe noch ein bisschen an den Charakteren gearbeitet, an Fähigkeiten habe ich ein bisschen verteilt, Fähigkeitspunkte. Habe mir noch ein bisschen den Kodex nochmal durchgelesen. Ja, und ich habe jetzt mal das Missionsziel mal geändert, aber ich glaube, dafür müssten wir zurück zur Station. Planetenscannen machen wir gleich weiter. Aber ich wollte jetzt mal kurz herausfinden, nein, scheinbar nicht. Gut, hat sich also erledigt. Die Überwachungsaufnahmen sind scheinbar nicht hier an Bord. Hätte ich mir auch nicht denken können. Dann scannen wir mal weiter. Anomalie geortet. Ja, na klar, na klar. Aber da wollen wir noch nicht hin. Ja, wollen wir noch mal nach Pelle. Pelle. Zeitenerwärmung und etliche Einschläge aus dem Asteroidengürtel in Pedeas haben die vulkanische Aktivität auf Pelé verstärkt. Darüber hinaus trägt auch das Methan in seiner oberen Atmosphäre zu der enormen Hitze auf dem Planeten bei. Ja, das sieht man. Das sieht man. Ja, sehr schön. Wieder zurück zum System. Anomalie geortet. Ach so, wir sind schon. Ach so, wir sind schon da. Das ist gut, das ist gut. Ach so, ja. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. So, ich glaube, ich werde jetzt aber nicht Ich empfange jeden. etwas. Ich glaube, ich werde jetzt aber nicht jeden Text zu jedem Planeten vorlesen, weil, naja, es sind zwar liebevoll gemacht und auch ganz gut beschrieben, aber irgendwie dann doch nicht so wirklich interessant. Ich werde mir das selber zwar kurz durchlesen, aber ich glaube, ich werde das nicht vorlesen. Ich glaube, das ist nicht so interessant für euch. Sollte ich es trotzdem weiterhin vorlesen, schreibt es einfach in die Kommentare, dann wird es auch weiterhin vorgelesen. Anomalie. Sonde. Sonde gestartet. Konnte man ja schon von Weitem sehen. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Oh toll. Ach, dann müssen wir da jetzt landen? Nee, schade. Ui, wie geht denn das nochmal? Ah, genau. So. Einfach mit der linken Maustaste nochmal bestätigen. Anomalie geortet. Ja. Also ich finde diese Fluganimationen immer noch extrem Hammer. Echt klasse. Ich empfange etwas. Oh, schon wieder. Das ist doch toll. Oh, da, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Was ist denn das? Sonde gestartet. Satellit entdeckt. Hui. Das ist schön.
ein wissenschaftlicher Überwachungssatellit, der von den ersten Forschern auf Eos gestartet wurde. Obwohl seine Mission nach dem Scheitern der ursprünglichen Besiedlung von Eos abgebrochen wurde, konnte er wertvolle Daten über H276 sammeln. Ja, sehr schön. Sehr schön. 50 Milchstraße Forschungsdaten. 50? Gut. Noch was? Sonst war es das, ne? Ja, sonst können wir hier nichts machen. Sonst hat der auch nichts Interessantes mehr. Ja, ja, nö, nö. Gut, alles klar. Anomalie geortet. Ja, ja. Das überspringen wir jetzt mal. Ausnahmsweise. So, jetzt nichts entdeckt. Gut. Die Trümmer in seinem Orbit. Die man doch jetzt hier etwa die Ringe. Sensoren. Ja. Der ist auch wieder ein sehr, sehr heißer Planet. Auch ein Ring. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist gar nichts. Nee, hier ist nichts. Komisch, die Nachtseite leuchtet wesentlich heller als die Tagseite. Ist das normal? Glaube ich nicht. Na, wer weiß. Aber schon ziemlich cool. Gut. Na, dann wollen wir mal. Anomalie auf den Sensoren. Ja. Ach, hier. Okay. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Oh, das ist ein Traum. Dann mal hin da. Eisen. Zack. Wow, 66 Eisen. Wow. Ist ja echt eine Menge. Der Asteroid ist reich an Eisen und Nickel. Sein Staub weist dieselbe Kontamination durch die Geißel auf, von der auch Eos betroffen ist. Jetzt habe ich es doch wieder vorgelesen. Aber das war jetzt auch, naja, spielrelevant, finde ich, so ein bisschen wenigstens. Gut. So, jetzt aber hier hin. Auch nicht sehr einladend aus. Ein identisches Signal wie auf Habitat 7. Mögliche Atmosphärenmanipulation. Ist das überhaupt möglich? Das werden wir rausfinden. Wenn es wie auf Habitat 7 ist, werden wir zweifellos auf Cat treffen. Ja. Oh. Drei verschiedene Missionen wollen wir hier erledigen. Ein besserer Anfang, Aufgabe verstorbener Bruder und erster Mörder. Das ist schon mal sehr gut. Dann machen wir das einfach mal. Landezone, kann man da jetzt irgendwie so gleich direkt drauf landen oder nicht so?
Oh, ja, klar. Universalklinge, das ist in Ordnung. Ja, ich glaube, das können wir so nehmen, oder? Was ist das? Was ist denn das? Ach so. Für die Slots. Ah, cool. Nee. So. Ah, das ist ja cool. Und dafür haben wir jetzt nichts mehr, ne? Ne, gut. Das ist ja schon ganz geil. Das ist toll. Gut. Nehmen wir die. Bin soweit. Ready, Freddy. Hoffe, das gilt für uns alle. Kello? Ich integriere Sams Suchgebiet. Mir ist schleierhaft, wie er dieses Signal durch die Stürme empfangen hat. Multisensorischer Neuralabgleich. Beeindruckend. Alles tipptopp. Ich fahre die Kompensatoren hoch. Sie justieren schon die Anzeigen? Warum denn wir nicht? Wir werden hier mehr erfahren als die Nexus in all den Monaten. Was? Ich sagte, die Hoffnungen so vieler Leute ruhen auf uns. Sie hatten EOS abgeschrieben. Was ja auch klar ist. Statt einer goldenen Welt erwartete sie der Tod. Man weiß nie, wie die Überlebenden... Tut mir leid. Alles okay? Tut mir leid, verfolgt mich. Bin bereits fürs Abenteuer. Wir machen der Ungewissheit ein Ende. Ist mein Job als neuer Pathfinder. Eigentlich ist es ja tatsächlich unser Job. Aber wir machen der Ungewissheit natürlich ein Ende. Natürlich. Wir sind nicht Millionen Lichtjahre geflogen, um hier zu sterben. Die Initiative wird nicht scheitern. Pathfinder, die Tempest ist soweit. Wir können! Gehen wir runter. Sie wissen nicht, wie lange ich das schon von einem Pathfinder hören wollte. Das glaube ich gerne. Unser erster Außeneinsatz. Da bin ich ja mal gespannt. Ich meine, jetzt müssten wir eigentlich auch das Nomad kriegen, ne? Schilde halten, passe den Vektor an. Wir schaffen das, oder? Ja, sieht gut aus. Verdammt! Jetzt nicht mehr. Na doch. Geht noch. Da, setzen Sie uns bei diesem Nervpunkt ab. Boah, die Tempest ist schon geil. Boah. Geiles Schiff. Soll man da überhaupt anfangen? Den Berichten zufolge toben auf diesem Planeten tödliche Stürme, die durch die Strahlung der Geißel kontaminiert sind. Die Besiedelung von EOS blieb aufgrund der äußeren Bedingungen und letztlich auch feindseliger Auseinandersetzungen unvollendet. Und ohne Pathfinder. Wenn EOS so ist wie Habitat 7, muss das Signal, das wir gescannt haben, mit der Atmosphäre verbunden sein. Wir könnten es mit der Antenne des Außenpostens orten. Schalten wir den Strom wieder ein. Jo. Ihnen muss doch bewusst gewesen sein, dass es in diesen Bedingungen nicht standhalten kann. Sie hatten keinen Pathfinder. Jetzt haben Sie einen. Wir werden EOS zu einem Zuhause machen. Na, hoffentlich. So, man soll hier... Ich soll hier was scannen. Ja, scheinbar nur die... scheinbar nur die Tiere. Sehe ich irgendwo Tiere? Nö. Nö. Keine Tiere. Gut. Nee. Oh.
Hallo? Gut. Behälter öffnen. Ja. Ja, können wir alles gebrauchen. Das sieht nach Bergungsgut aus. Und es ist neu. Höchstens ein paar Tage alt. Ist etwa noch jemand hier? Na, ich glaube irgendwie nicht, dass es gar keine Überlebende gibt, oder? Wenigstens ein paar werden es auch wohl geschafft haben. Sendeoptik. Kann ich alles nur verkaufen? Na, wenigstens haben wir noch ein bisschen Inventarplatz. Kommen wir da von hinten nur rein? Ja. Sie ist nicht funktionsfähig, Pathfinder. Toll. Kein Wunder, nachdem sie so lange ohne Strom war. Wir hatten nicht mit solchen Bedingungen gerechnet. Wie auch. Diese Analyse liefert uns wichtige Forschungsdaten, Pathfinder. Mhm. Wenn Sie durch Scans weitere dieser Daten erfassen, können wir neue Technologien und Upgrades für beispielsweise Ihre Waffen und Panzerung entwickeln. Mhm. Das klingt schon mal sehr gut. So, was habe ich hier jetzt gescannt? Nix. Nix habe ich gescannt, gar nichts. Hier irgendwo noch Bergungsbehälter. Das ist natürlich schon ziemlich. Sieht er immer die Waffe? Oh. Wenn ich mit der falschen Taste scanne. Dann sollte ich nochmal dahin zurück. Pathfinder, jetzt. Diese Tür ist versperrt. Ach. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. Ja, das hätte ich mir jetzt auch, also ich hätte damit nicht gerechnet. Also diese Information war so reichhaltig. Aber naja. Er ist nur ein Computer. Er weiß es immer besser. Die Tür wird zwar durch ein Notstromsystem versorgt, ist aber mit einem Codeschloss versehen. Anlage 1 hat individuelle Sicherheitscodes ausgegeben. Jeder Außenposten wird autark verwaltet und stellt eigene Protokolle auf. Mhm. Sag doch einfach, dass wir sie ohne die Codes nicht öffnen können. Ohne die Codes können wir sie nicht öffnen. Ja. Und er macht es natürlich auch noch. Nee, da will ich noch nicht hin. Oh. Fluorid. Ja, ich hab gerade Fluorid gefunden und damit, das wird mir bestimmt dabei helfen. Hier waren wir schon. Gut.
Oh. Sehr schön. Jetzt haben wir Nickel gefunden. 100 Einheiten Nickel. So. Klick. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen. Ach. Das kennen wir schon irgendwo her. Oh, da können wir rein. Moment, bevor ich hier jetzt reingehen will, möchte ich erstmal das Signal da hinten mal kurz untersuchen. Könnte nicht wieder ein normaler Mensch die Treppe nehmen? Ja, hier hat scheinbar ein Kampf stattgefunden. Nicht nur scheinbar, sondern offensichtlich. Ich habe einen Codeschlüssel gefunden. Oh, schön. Der verschafft uns Zugang, wenn wir ihn brauchen. Das ist super. Den werden wir wahrscheinlich brauchen. Wir lesen erstmal die botanische Analyse. Log, botanische Analyse. Allison May. Botanische Beraterin. Neuer Eintrag. Was verbirgst du vor mir, Eos? Die Pflanzen weisen sporadisches Hyperwachstum auf, trotz einer Umwelt, die man als Sandstrahler einsetzen könnte. Ich vermute einen elektromagnetischen Auslöser. Ich habe ein Signal empfangen, definitiv fremdartig, aber damit kenne ich mich nicht aus. Unsicher, ob bewusst gesteuert, habe Vektor erfasst. Ende des Logs. So, und jetzt das Audiolog. Wir haben heute den ersten Kolonisten verloren. Der Sturm kam wie aus dem Nichts. Lockley hat versucht, unsere Pflanzen abzudecken und dabei den Halt verloren. Er wurde einfach weggerissen. Seine Frau ist noch im Kälteschlaf. Vielleicht weiß ich ja, was ich ihr sagen soll, wenn sie sie irgendwann wecken. Oh wei. Das sind keine guten Nachrichten. Aber jeder hat hier irgendjemanden verloren. Jeder der Wachencrew jedenfalls. Ach, da hier oben. Gut. Hier haben wir jetzt alles erledigt. Gehen wir nochmal da hinten zurück, oder? Was macht die denn da? Oder wollen wir erstmal da hinten rein? Missionsziel ist jetzt erstmal dahin. Wir gehen erstmal da hinten rein. Ich will ja alles mitnehmen. Hier noch was Schönes. Ist das lecker, das Wasser? Ja, geht. Und öffnen. So. Datenbett.
untersuchen. Persönliches Log Chief Lito. Login Chefingenieur Grace Lito. Neuer Eintrag. Experte Kotari muss aufhören, sich ausschließlich mit den Monolithen zu beschäftigen und über ihre möglichen Erbauer zu spekulieren. über ihre möglichen Erbauer zu spekulieren. Natürlich brauchen wir Denker wie ihn, aber solange dadurch keine Nahrung wächst, kein Wind verhindert und Spezialprojekt Sigma nicht abgeschlossen wird, haben wir im Moment drängendere Probleme. Sein Team untersucht die großen Strukturen und leistet dabei gute Arbeit, aber ich habe seinen Runner trotzdem prophylaktisch markiert. Fahrzeugverfolgungscode Grace Delta 9. Ende des Logs. Ja. Weil es der Erbauer ist. So. Datenpad. Noch ein Code. So wie der, den wir schon gefunden haben. Ja, ist praktisch. Was ist hier drin? Lithium. Nehmen wir mit. Ja, und hier ist noch was. Trojanische Kalibrierungsspule, Exogeny, M-Spec-Magnete. Alles mitnehmen. Was sonst noch was hier? Nö. Was hier? Fnung. Gut. Ach so, das ist hier alles abgesperrt. Kommen wir da eigentlich durch? Sollte ich das tatsächlich versuchen? Ich meine, umsonst ist hier ja keine Energiebarriere drumherum, ne? Ich glaube, das lassen wir lieber erstmal. Da waren wir drin, oder? Hier waren wir drin, richtig? Nein, hier waren wir nicht drin. Gut. Dann erstmal auf die andere Seite. Energie wiederherstellen. Was ist denn da noch? Ein Behälter mit terranischen Nieten. Die Haupttür wurde mit Energie versorgt, die Innentüren aber nicht? Für die volle Funktionsfähigkeit der Anlage wäre eine aktive Energierelaisstation erforderlich. Das bedeutet, dass die Antenne auch keine Energie hat. Vielleicht verraten uns die Loks, was mit dem Energierelais los ist. Bestimmt geklaut. Terminal. Nachricht für Nick Taniopoulos. Die Leute hier reden. Sie sagen, Eos wäre nicht lebensfähig. Dass es nicht so läuft, wie sie erwartet hatten. Ich finde, du solltest zurückkommen. Ich weiß, was du sagen wirst. Ich habe mich nicht für die Initiative gemeldet, um in einer schwebenden Blechbüchse gefangen zu sein. Und ich verspreche dir, du kriegst kein Abenteuer. Später, wenn sie mehr Zeit hatten, eure Sicherheit zu planen und zu gewährleisten. Ich musste Mom versprechen, dass ich dafür sorge, dass du dich nicht übernimmst und das mache ich. Denk wenigstens darüber nach für mich und melde dich regelmäßiger. Ich habe schon angefangen, mich wie Mom zu sorgen. Der Nagel an meinem kleinen Finger ist schon abgekaut. Es liegt an dir, ob meine restlichen Nägel intakt bleiben. Hab dich lieb. Hallo? Tut mir leid, Sie erneut zu belästigen. Ich habe vor ein paar Tagen um ein Update zu Lea Wells gebeten, aber ich habe nichts gehört. Es sieht aus, als wäre die Nachricht gar nicht geöffnet worden. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Bitte antworten Sie so bald wie möglich und sagen Sie Lea, sie soll sich bei mir melden. Ja. War da gerade
War hier gerade ein Fehler an der Kaffeemaschine? Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe gerade einen kleinen Grafikfehler entdeckt, aber ist nicht weiter schlimm. So. Aber hier ist nicht wirklich viel. Können wir das scannen? Oh ja. Analyse. Die Energieversorgung des Außenpostens akzeptiert nur Befehle von Energierelaisstationen. Schön. Ist hier noch was? Nee, hier ist nichts. Ich will hier auch nicht allzu lange rumlaufen wie vor Station, weil so dicht sind hier dann doch nicht die einzelnen Dinger. Ich habe ein partielles Lock, kann aber die Antenne nicht einschalten. Etwas blockiert die Energieversorgung. Die Ursache ist eine externe Sperrung. Ihr Ursprung liegt in einem nahegelegenen Energierelais-Turm. Dann sind wir also nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren, was hier passiert ist. Sehen wir uns diesen Relais-Turm mal an. Na denn, machen wir gleich. Hier ist noch was drin. Eisen. Eisen, sehr wichtig. Das noch ein Behälter. Universalgelbehälter und Lithium. Behälter mit Universalgel sind häufig bei besiegten Milchstraßenexilanten zu finden oder können durch Zerlegung ihrer Waffen und Panzerung erlangt werden. Sie sind außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich. Lithium-Beschaffung. Lithium kann durch Aufklärungsposten entdeckt und mit dem Nomad abgebaut werden. Es ist außerdem bei bestimmten Händlern erhältlich. Gut. Terminal. Wieder was zu lesen. Nein, Audiolog. Oh, schön. Sandstürme, Strahlung. Was zum Teufel hat sich Addison nur dabei gedacht, uns hierher zu schicken? Eos sah vielleicht damals in der Milchstraße fantastisch aus. Aber aus der Nähe betrachtet ist es die reinste Hölle. Farthingale sagt mir ständig, ich soll positiv bleiben, damit sich der Rest des Teams an mir aufrichten kann. Aber ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass ich hier draußen sterben werde. Na, scheinbar hat ihn sein Gefühl nicht getäuscht. Wie ich fürchte. So, dann wollen wir mal zu einem... Sehen Sie sich das an. Dieser Ort ist eine Ödnis. Die Strahlung in der Atmosphäre von Eos erzeugt eine lebensfeindliche Umgebung. Strahlung? Unsere Anzüge schützen uns doch davor, oder? In Anlage 1 gibt es Schildmasten, die das Ausmaß der Kontamination dämpfen. Und was ist, wenn wir uns außerhalb des sicheren Bereichs von Anlage 1 aufhalten? Das wäre nicht ratsam. Ich hoffe, du willst keine Kinder mehr. So, jetzt müssen wir zu einem Mast hin. Wenn ich damit einfach fahren, das wäre schon toll. Man würde schon reichen. Na, obwohl, so weit weg ist es jetzt auch nicht. Dieses Bauwerk da vorne. Was ist das, Sam? Es entspricht dem Profil einer Energierelaisstation, Pathfinder. Sehr gut. Wenn wir sie zum Laufen kriegen, werden die Gebäude vielleicht mit Strom versorgt. Und wir können dieses Signal verfolgen. Kann man da eigentlich drauf? Nee. Warum nicht? Ah, jetzt. Ah, das. Juhu. Echt jetzt, Ryder? Warum nicht? Warum denn nicht? Wann hat man schon mal die Gelegenheit, auf seinem eigenen Schiff rumzustiefeln? Ich meine, hier bestimmt noch öfter, aber. Ne? Schon. Hammer. Was machst du denn immer für Geräusche? Ach, Mädchen. So. Bitte. Pathfinder, diese Tür ist versperrt. Ja. Ohne Energie gibt es keine Möglichkeit, sie zu öffnen oder sich Zugang zu diesen Gebäuden zu verschaffen.
Sag doch einfach, kommst du nicht rein und dann passt das schon. Du brauchst nicht so viel Luft verschwenden. Aber da müssen wir doch rein. Ach, von hinten. Natürlich. Natürlich. Über die Container. IBCs.